Jo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind im letzten Part bei den Katakomben angekommen. Wer sagt, bei der Katakombe Nummer 1. Wo wir etwas ganz Dolles finden. Das ging irgendwie in den Schritt. Egal. Ja, und dieser Typ hier ist irgendwie ein bisschen dumm. Er sichert nämlich nicht die Umgebung. Und wer die Umgebung nicht sichert, der wird einfach nur getötet. Die werden hier bezahlt zum Überwachen. Und was machen die? Dreck. Nichts. Mist machen die. Das ist doch kein Wachdienst mehr. Das ist ein Zustand. Na egal, auf jeden Fall haben wir nun einen stylischen Spoiler gekriegt, dass da unten eine Truhe ist, die wir uns natürlich gleich holen werden. Zweitens haben wir auch noch einen tollen Weg, um bis da nach oben zu kommen. Ich sag's gleich im Off-Player. Also im First Playthrough hatte ich das unwahrscheinliche Glück, fünfmal runtergefallen zu sein. Ich durfte fünfmal bis den ganzen Weg nochmal hochklettern. Und ja, das ist ein geheimer Bereich. Diese geheimen Bereichssachen finde ich schon ein bisschen wieder dumm. Weil eigentlich sind die total unnötig. Und ja, da unten ist so ein kleiner Hinweis, dass wir hier da die das ist so ein Emblem kriegen. Das ist mir gerade erst aufgefallen, aber wie man da sieht, da ist dieses Symbol mit der Hidden Blade, wo der erste öffentliche, die erste Nutzung der Hidden Blade bei einem Attentat wurde von dieser Person gemacht, nur deswegen wurde die geehrt. Das ist kein geheimer Bereich. Wer sich jetzt fragt, wieso ich da tausendmal runtergefallen bin, ich habe mich versprungen und habe meinen Cursor ein bisschen falsch bewegt gehabt. Auf jeden Fall geht jetzt dummerweise die Tür auf. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichter Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Ja. Wenn die wüssten, für wen die arbeiten. Und ich sag's mal so, es gibt jetzt mehr so einen Wege, wie man da hätte runterkommen sollen. Kommen können. Man hätte von da oben abspringen können und ins Wasser hüpfen sollen. Das wäre die dümmste Idee gewesen. Ja, ich glaube, ich habe auch eine dumme Idee gebracht. Na egal. Mal schauen, vielleicht ist einer zu dumm und geht bis hin. Ja, zufällig geht natürlich einer so. Alle tot? Mal versuchen außerhalb des Blickfeldes. Denn jetzt kommt eine meiner Hasssequenzen. So, erstmal ordentlich hinsetzen. Nochmal ein Schlückchen Energy Drink. Auf jeden Fall, es ist möglich, ihn einzuholen. Was ich bisher aber noch nie geschafft habe. Deswegen, ich versuch's heute wieder. Ich versuche ihn zu erwischen. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Ohne. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ja.
Es ist alles so ausgelegt, dass er und dass wir eigentlich ihm schwer erwischen können. Aber es ist, wie schon gesagt, möglich. Man muss nur wissen, wie man laufen muss und wie man am besten vorankommt. Schneller! Bin ich hier? Ja, ich glaube, ich bin entkommen. So, und jetzt kommt der geilste Fakt ever. Der bleibt stehen. Wieso bleibt er jetzt stehen und wartet so gesehen auf uns? Ach ja, weil er irgendwie einen minimalen Dachschaden hat. Der Typ, der will sterben. Ja, ja, ich glaube, ich will entkommen. Lasst mich doch! Und hätte ich jetzt die Wurfmesser, der wäre schon tot. Längst. Schneller! Schneller! Und jetzt versuchen wir es. Komm, das packen wir. Wachen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ja! Ja! On camera! Zur Trafeverleitung geflohen, bis wir es gelootet. Wie viel du uns das auch immer eingebracht hast. Wahrscheinlich nur so 5 Florin. Und Wurfmesser. So, und weil ich den Fakt... Ich könnte jetzt einfach da durchgehen. So, hätten wir das nicht geschafft, wäre jetzt da reingegangen und die Wachen wären auf Wache gewesen. Auf Wachfuß. Ich werde jetzt trotzdem durch den Undercover Boy. So, wenn ich jetzt die Tür öffne, haben wir dieses komplette Ding schon eigentlich abgeschlossen. 7 Minuten noch, auf jeden Fall. Wären dann diese 4 Wachen hier gewesen, wir hätten 100% gegen die kämpfen müssen. Wir hätten jetzt auch gegen die kämpfen müssen, aber wozu? Wir haben jetzt gerade wirklich die Assassin's Creed Skills ausgepackt. Die Keule habe ich jetzt ausgepackt und den beim Schopf gepackt und PAM! Ja, ich bin stolz auf mich. Noch nie geschafft. Also, hören wir uns das Gerede von diesen... Typ, Mann, die wir schon halbwegs hören, bis... Das heißt, ich bin leise und wir sehen uns gleich wieder, bis... nach der bis gleich. Tür öffnen. Und... die startet noch nicht, aber jetzt gleich startet sie. Das heißt, ich bin jetzt schon leise. Wir sehen uns dann... wir hören uns gleich wieder. Et benedictio Dei omnipotentis... Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen, solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und das war auch schon die ganze Sequenz. Wegen der bin ich jetzt leise gewesen. Yay.
So, jetzt stand da oben gerade eben die Action Sarkophagen. Sind die eigentlich noch da oder sind die jetzt schon weg? Sind schon weg und die Waffen haben sie liegen lassen. Kann ich bitte kurz runter und mir die Waffen holen? Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Yay, toll. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Yay, noch ein Yay. So, und wie ihr seht, bin ich schon da direkt fleißig am Looten. In jeder Kiste müsste 200 oder 300 oder wenn es über 2000 Florin, glaubt eine große Anzahl Florin drin sein. Diese Kisten hätte man noch eine vierte hinzustellen können und den Lohn, den du von dieser Mission kriegst, noch hinzupacken sollen. So, auf jeden Fall hier ruht der, wie ich ihn genannt habe, Araber. Der Scheich Sultan Hans Kuck in die Luft. Ich hab einen Hidden Blade. So, auf jeden Fall ist er schön einmal mit und da haben wir das Siegel Nummer Uno, das so groß ist und das passt perfekt in die Tasche natürlich. Natürlich könnte er nicht 5 unendlich Wurfmesser einfach mitnehmen. Nein, er kann nur begrenzte Anzahl, weil er braucht diese Halterung für. Aber nein, so die großen Artefakte, die passen einfach in die Hosentasche, wie Link, der 5000 Sachen mit sich rumschleppt. Die Bomben sind größer als sein... eine Beine zusammen. Das ist unlogisch. So, da haben wir kurz den Preis. Wie viel Kohle wir haben. 1250 einfach gekriegt. Wieso kriegt man nicht? Egal. So, Aktion beendet. Yay. Das heißt, ich habe neue Uplay-Punkte oder was? Again, wahrscheinlich. So, und der Fun Effekt ist, La Volpe, der wirklich alles weiß in Florenz, sitzt zufällig auf einer Bank, einer gewissen Bank. Diese Bank war eben noch leer. Oh, da ist er ja. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Und weg ist er wieder. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die geheimen Orte, Assassinengräber... Das, was wir daneben gesehen hat, sind die Templerorte. Die können wir auch besuchen, glaube ich zumindest. So, das heißt, wir haben jetzt hier irgendwo müsste jetzt hier doch eigentlich so ein tolles Assassinengrab sein, nennt sich hier. Das ist das nächste Ziel, was wir anstreben. Und wir schauen mal kurz auf die Uhr. Wird es im nächsten Part passieren? Ja, wir werden jetzt nur noch dahin reisen und dann wird das alles im nächsten Part abgeklammert. Ich auch Pass für die nächste Woche und für die übernächste Woche wahrscheinlich sogar noch. Also, heißt, wir rennen jetzt innerhalb von einer Minute hier bis zum Assassinengrab. Und ja, dieses leuchtende Boot, das könnten wir looten, tun wir aber nicht, da wir eigentlich 3000 Geld haben und das eigentlich genug ist. Was ich aber jetzt gleich machen werde, ist... Moment, ich habe eine bessere Idee. Bessere Idee. Viel, viel besser. Ist das in der Nähe? Das nächste Reisebüro, das in der Nähe ist, ist das hier. Perfekt. Wir werden nämlich nun kurz nach Dingsbums reisen. Dingsbums, Hallada Dingsbums. Kennt man ja bestimmt. Hallada Dingsbums, eine tolle Stadt. Nein, Hallada Dingsbums in Form von, wir reisen mal kurz in die Toskana, genau, Monteriggioni. Wegen diesem Geld. Ekelhafter Abschaum. Assassino! Mann, der schreit rum und trotzdem reagiert keiner auf ihn. Das ist so lächerlich. Demjenigen eine große Belohnung wegen, der ihn vor Assassinen kommt.
Ja. Ich werde mich dann mal kurz ausrüsten. Und ich würde sagen, bevor wir... Nee, wir gehen ins Assassinengrab und danach looten wir Toskana. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Dies war eine frei improvisierte... Also ab sofort Monterey Johnny läuft immer Batman, nicht Batman, sondern Ezio, die neue Auflage von Batman. Ich zeig's euch. Ezio. Oder die verbesserte Version von einem Kumpel von mir. In World of Tanks, der fährt immer gerne Churchill 7, der ist so fucking langsam. Aber aus Spaß singen wir dann immer schön drüber über die langsamen Panzer. Churchill 7, Churchill 7. Ich erwähne es nochmal, der Churchill 7 ist fucking langsam. Und ja, die Sis ist total unnötig. Wir können direkt zur Box hingehen. Und die 3000 Florinos holen. Ja, Sis, du wirst komplett pleite sein am Ende. So, bevor wir irgendwas kaufen. Salute, lieber, und das ist klüger, mit dem neu erworbenen Geld irgendwas aufstocken. Heißt beispielsweise eine Schmiede. Wir haben aber leider zu wenig Geld für die Schmiede. Deswegen tun wir mal lieber den Schneider aufwerten. Denn umso günstiger wir uns umfärben können. Oder? Nein, halt. Wir bauen lieber andere Gebäude aus. Was wäre wichtig? Ja, die Militärskasine, dass mal die Stadt ein bisschen gesicherter ist. Das wäre nicht schlecht, denn sonst wären wir da noch angegriffen. Die Diebesgilde, vielleicht der Brunnen. Ich habe wieder zu wenig Geld. Ich glaube, bei mir hackt's wohl. Kann ich wieder was entneuern? Ey, ich kann das Geld wieder zurückgeben, kann es abreißen. Das wäre schon eine Aktion. Gehst du zum Typen und sagst, ja, hallo, ich will, wenn es geht, das renovieren. Wieso? Weil Baum. So, der Arzt ist gleich noch ein bisschen wichtiger als das Umfärben. Deswegen tun wir kurz mal den Arzt aufwerten. Jetzt haben wir noch 625. Und somit haben wir wieder 5000. Somit haben wir. Kriegen wir jetzt noch mehr Kohle. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal 20 Minuten aufnehmen. Und dann. Was soll ich machen? So. Was wir jetzt aber machen werden, ist ein bisschen Geld sammeln. Das machen wir jetzt, indem wir einfach mal kurz nachschauen, welche Podeste wir schon haben. Und ja, dieses große Sternchen, das wir da haben. Oh, da haben wir schon beide. So, dann geht es auf. Ezio greift rein. Er springt zu Ezios Handelsamt. Und somit verdienen wir gerade sehr viel Kohle. Ja, da haben wir schon wieder 1604 mehr. Ich mag dies. Und dann haben wir nochmal mehr Kohle. So mag ich das. Es sind immer 2000. Heißt, wir haben jetzt 4000. Um genau zu sein, sogar 5600. Gehen wir mal zur nächsten Plateau-Statuen-Sammelteil. Ah, und da unten ist außen der Altarraum. Oh, nochmal alle. Das heißt, nochmal 2000. Ich mag es. Danach wird einer der Brunnen renoviert, den wir jetzt schon drin haben. Also ich empfehle eindeutig Statuen sammeln. Und ich glaube, hier haben wir jetzt keine. Ja. Hier fehlen Neptun und Pluto und die zwei haben wir gerade nicht. Das ist auch irgendwie total lächerlich. Das heißt, wir werden als nächstes wirklich Monterey Johnny looten. Ich werde es aber erstmal schnell auf dieses hier beenden. In Form von dessen, dass ich noch kurz mir das Geld hole. Und dann schauen wir mal, was mal gemacht wird. Oder bessere Idee, ich mache einen Zwischenpart. Leute, wir sehen uns dann also...